In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen den generellen Aufbau und die Funktion der Befundungsoberfläche von Smart Radiology. Dafür wählen wir die Befundvorlage für eine Prostataläsion nach PIRATES-Kriterien aus. Bitte beachten Sie, dass wir aus rechtlichen Gründen darauf hinweisen müssen, dass Smart Radiology lediglich Befundvorschläge erstellt und Sie die Inhalte auf Richtigkeit überprüfen und den Befundtext gegebenenfalls anpassen müssen. Bitte bestätigen Sie dies, um in die Vorlage zu gelangen. In der Smart Radiology Befundungsansicht sind die einzelnen Abschnitte der Templates in Top-Level-Elemente gegliedert. Diese Reiter folgen dem MRRT-Standard mit Prozedur, klinischen Angaben, Voruntersuchung, Befund und Beurteilung. Bei Klick auf einen der hellen Abschnitte wird dieser angewählt und dunkel hervorgehoben. Innerhalb jedes Top-Level-Elements befinden sich die Navigationselemente als Gliederungsunterebene für den Befundteil. In der Mitte finden Sie die Entscheidungselemente zur Beantwortung von radiologischen Fragestellungen. Zudem stehen Ihnen jeweils passgenaue Hintergrundinformationen zum aktuellen Element zur Verfügung. Auf der rechten Seite sehen Sie das unmittelbare Ergebnis Ihrer Eingaben, da hier der Befundtext aus vordefinierten Satzbausteinen sofort angezeigt wird. Diese Befundvorlagen wurden übrigens von Experten auf Basis von klinischen Guidelines und langjähriger radiologischer Erfahrung erstellt. Ein Klick auf Normalbefund erzeugt außerdem den vollständigen Befundtext im Falle einer unauffälligen Untersuchung. Vom Normalbefund abweichende Befunde können einfach im Entscheidungsbaum in dazu passenden Navigationselementen eingegeben werden. Eine bereits getätigte Eingabe kann mit den drei Feldern rechts oberhalb der Entscheidungsbäume jederzeit rückgängig gemacht werden oder die Vorlage komplett zurückgesetzt werden. Außerdem können Sie mit den beiden Flaggen links oberhalb der Entscheidungsbäume einerseits entscheiden, in welcher Sprache Sie die Befundung durchführen wollen und andererseits auch unabhängig davon die Sprache, in der Ihr Befundtext erscheinen soll. Sie können den Befundtext jederzeit auch selbst direkt im Befundtextfeld editieren. Zusätzliche Textformatierungen können Sie über die drei Felder über dem Befundtextfeld einstellen, indem Sie den zu formatierenden Text markieren und die gewünschte Formatierung an- oder abwählen.